Haben sich die Einsätze, also wir hatten ja zahlreiche Meldungen in der letzten Zeit, aber haben sich die Einsätze grundsätzlich gehäuft, auch durch den Tourismus oder weil während Corona viele Menschen ihre Liebe und Passion für die Natur gefunden haben oder ist das nur gefühlt so? Also es gibt keine Regelmäßigkeit bei den Einsätzen. Es gibt Monate, da ist gar nichts und es gibt Wochenenden, da sind 3, 4 Einsätze. Wir haben das schon vielmals diskutiert, was das zusammenhängen könnte. Aber ich möchte auch erwähnen, dass wir jetzt gerade in letzter Zeit auch gute, positive Einsätze hatten, wo einfach schön ausgegangen sind, wo wir Personen finden konnten, wo trotz Verletzung doch auch blöde ausgehen hätten können, wo wir auch aber gutes Feedback von den Geretteten bekommen und das motiviert natürlich. Aber eine Regelmäßigkeit mit Häufung oder das kann man so nicht verallgemeinern. Was natürlich ist, wir sind ein Tourismusland, wir leben viel vom Tourismus und speziell in den Ferien, Urlaubsmonaten sind natürlich mehr Menschen da. Mehr Menschen heißt mehr Potenzial zu Unfällen und das ist dann sicher spürbar. Ja. Wie ist denn die allgemeine Wander- und Bergtouren-Situation aktuell? Es gibt im Hochgebirge, gibt es ja zum Teil immer noch Schnee. Es ist das typische Altschneefeldproblem, wo jedes Jahr wieder akut wird, wo wir dann auch speziell wieder darauf hinweisen und die Leute warnen, dass sie einfach auf diese Risiken sich schärfen und bewusst sind. Und ja, aber die letzten Schneefelder werden jetzt den nächsten Tagen gehen und dann sind die Berge wieder aber.